Als die Bilder laufen lernen, ist Bremen schon eine Großstadt. Ihren Bierdurst bekämpfen die Bürger in Kneipen. Und immer mehr Wirte lassen sich von einem Kollegen beliefern. Hermann Hinrich Beckröge und seine Nachfahren bauen für den Handel mit Bier einen kleinen Fuhrpark auf. Alles beginnt hier, 1872 in Beckröges Kneipe am Schüsselkorb. Ja, Beckröge ist eigentlich ein Gastronom gewesen und er war ganz findig und hat eine Idee gehabt, nämlich genau in solchen Siphons Bier abzufüllen und das außer Haus zu geben. Eigentlich kann man sagen, Beckröge war der erste Außerhauslieferant in der Stadt. In Bremens Kneipen verkehren vor 150 Jahren praktisch nur Männer. Das waren auch schon die ersten Schritte, dass Frauen auch mal die Hand hoben und sagten, wir wollen auch mal Bier trinken. Und es schickte sich zu der Zeit nicht, dass Frauen in der Öffentlichkeit Bier tranken. Das war wirklich so. Und dank dieser Siphons konnte das kalte Bier mit nach Hause gebracht werden. Bierflaschen gab es zu der Zeit noch nicht. Und so konnte zu Hause im Kreise der Familie Bier genossen werden, ohne dass das irgendwie die Regeln verletzte. Nach dem Zweiten Weltkrieg genießen Frauen und Männer gemeinsam das Leben in der Kneipe. Und Beckröge liefert den Stoff zum Spaß. Es fehlt in Bremen an Wohnraum, nicht an Kneipen. In den Arbeitervierteln gibt es an manchen Kreuzungen an jeder Ecke eine. Die Kulturschaffende Frauke Wilhelm hat erforscht, warum das so war. Natürlich haben die Leute in beengten Verhältnissen gewohnt. Also in einem Haus, wo ich jetzt heute mit der Familie alleine lebe, waren vielleicht 3-4 Parteien, die haben teilweise wechselweise geschlafen in den Betten. Das heißt, irgendwie so richtig Wohnzimmer war da auch nicht. Und dann ging man in die Ecke eben zu seiner Heimkneipe und da hatte man alles. Erstens Krug Bier für Fadi holen, klar, also Bier mit nach Hause nehmen überhaupt außer Kneipe. Flaschen gab es noch nicht. Dann politische Diskussion, Arbeitssuche, natürlich Anbahnen von Beziehungen. Ja, alles fand in der Kneipe statt. Das war das Sozialzentrum. Die 70er sind aus Sicht der Getränkelieferanten ein einziges Gelage. Die Bremer trinken oft und viel, nur bei weitem nicht so anspruchsvoll wie die heutigen Konsumenten. Als die aktuellen Geschäftsführer in den 90er Jahren in die Firma kommen, müssen sie in jeder Beziehung größer werden. Eine Halle mit 800 Quadratmetern angefangen und sind jetzt bei 8000. Auch die Sortimentsvielfalt ist natürlich riesig geworden. Wir sind damals mit 600 Artikeln angefangen, heute sind wir bei 8000 Artikeln. Wir haben zum Beispiel über 120 Sorten ausschließlich Gin. Entscheidend ist, du musst im Sortiment absolute erste Liga spielen, sonst bist du nicht dabei. Heute irgendwo hinzugehen und sagen, ich stelle dir eine Zapfanlage dahin und du kaufst bei mir das Fassbier, keine Chance. Selbst die Sortierung von Leergut übernimmt Beckröge für seine Kunden. 1000 Gastrobetriebe sind es im Moment. Die Pandemie hat die Branche ganz gut überstanden, aber beide Chefs haben Sorge vor einem Kneipensterben diesen Winter wegen der Energiepreisexplosion. Und das kann dazu führen, dass Menschen nicht mehr ausgehen, sondern sagen, bevor ich in eine Gaststätte gehe, da habe ich lieber ein warmes Wohnzimmer. Das ist schon eine Riesengefahr, die wir sehen. Aber bei Beckröge glauben sie an Hochbetrieb an ihren LKW-Rampen spätestens im kommenden Frühjahr. Wenn die Bremer wieder Durst bekommen, wie die letzten 150 Jahre auch.